Wer wagt es, Rittersmann oder Knapp, zu tauchen in diesen Schlund? Einen goldenen Becher werf ich hinab, verschlungen schon hat ihn der schwarze Mund. Wer mir den Becher kann wieder zeigen, er mag ihn behalten, er sei sein eigen. Der König spricht es und wirft von der Höhe der Klippe, die schroff und steil hinaushängt in die unendliche See, den Becher in der Charybde Geheul. Wer ist der Beherzte? Ich frage wieder, zu tauchen in diese Tiefe nieder.